Hallo meine Freunde, ich möchte euch heute mal zeigen, wie man ein metrisches Gewinde bestimmt. Weil ihr braucht ja die Kenngrößen des Gewindes, wenn ihr ein Gewinde nachschneiden wollt oder wenn ihr eine neue Schraube kaufen müsst für das Gewinde. Wir beginnen mit der Bestimmung eines Außengewindes, also ein Gewinde, wo an einer Schraube ist. Hierzu braucht ihr eine Schieblehre und dann müsst ihr den Durchmesser der Schraube über das Gewinde messen. Wir finden hier 11,8 mm. Metrische Gewinde haben die Eigenschaft, dass sie immer ein klein wenig unter dem Nennmaß sind. Das heißt, ihr müsst die Zahl immer aufrunden. 11,8 heißt, es ist ein 12er Gewinde. Jetzt gibt es aber zweierlei Gewinde, das seht ihr schon hier. Das hier hat relativ weite Abstände zwischen den einzelnen Gängen und hier ist es, obwohl es ein größerer Durchmesser ist, viel enger. Wir müssen also erstmal schauen, welche Steigung das Gewinde hat. Optimalerweise habt ihr so eine Gewindelehre. So ein Teil kostet keine 10 Euro und es reicht für das ganze Leben. Auf der Gewindelehre sind verschiedene Schablonen für die verschiedenen Steigungen. Das wäre eine 2 mm Steigung, das wäre eine 1,75 Steigung, das wäre eine 1,5 Steigung. Jetzt müsst ihr schauen, welches der Blätter passt und ihr seht, mit 1,75 habe ich hier einen Volltreffer. Da stimmt genau der Abstand, die Zähne passen in die Schablone. Das heißt, dies ist jetzt ein M12 mal 1,75 Gewinde. Wenn ihr jetzt die Schieblehre umdreht, wenn es bei euch nicht draufsteht, könnt ihr auch im Internet nachschauen, gibt es hinten eine Tabelle. Auf der Tabelle stehen die sogenannten Normgewinde drauf. Das heißt, ein normales M12-Gewinde hat eine Steigung von 1,75. Das heißt, das ist eine ganz normale M12-Schraube. Wenn ihr trotzdem günstigen Preis von 10 Euro keine Gewindelehre kaufen wollt, könnt ihr das auch so abschätzen. Ihr zählt 10 Gewindegänge ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und ihr seht, ich finde ungefähr die 17,5 mm durch 10 geteilt sind also auch 1,75. Eine weitere Möglichkeit, die Gewindesteigung zu bestimmen, ist, ihr nehmt einen Standard-Gewindebohrer, also der hat jetzt M12 mal 1,75, das wissen wir von unserer Tabelle, und vergleicht, die Zähne passen. Hier ist natürlich klar, es war ja auch eine M12-Standardschraube. Machen wir das gleiche mal mit dieser Feingewindeschraube. Ich schaue den Durchmesser. So, ihr seht, das ist knapp unter 16, das ist also eine 16 mm Schraube, M16, aber die hat viel zu feine Gewindegänge. Mit der Gewindelehre finden wir, dass es 1,5 Steigung hat. Auch hier kann ich euch die Bohrermethode nochmal zeigen. 1,5er Steigung wäre ein M10er, das heißt, wenn ihr verschiedene Bohrer durchprobiert, seht jetzt, der Zahnabstand stimmt, obwohl die Durchmesser überhaupt nicht hinkommen. Ist ja klar, wir haben ein M16 mal 1,5 Feingewinde. Das Normalgewinde mit 1,5er Steigung wäre M10. Wenden wir uns nun den Innengewinden zu. Also Innengewinde heißt das Gewinde, das ihr in einer Mutter findet. Bei Muttern ist es meist am einfachsten, ihr probiert einfach mit einer Schraube, deren Größe ihr kennt, aus, ob sie passt. So, damit haben wir die Mutter schon zu M10 bestimmt. So, wenn es aber zu Spezialmuttern kommt, habt ihr natürlich nicht immer eine passende Schraube. Also erstmal schauen, ist es eine normale Schraube? Wenn nicht, können wir auch die messen. Wir beginnen damit, dass wir den Durchmesser so messen. Hier finden wir 14,5. Die 14,5 sind aber nicht das Gewinde, weil wir ja nur bis zu den Zähnen gemessen haben. Die Gewindekenngröße wäre hier innen in den Zähnen. Die kann man nicht direkt messen, deswegen müssen wir sie rechnen. Hier braucht ihr natürlich auch wieder die Gewindelehre oder einen passenden Bohrer. Aha, ich finde 1,5 Abstand. 14,5 war das Kernloch, 1,5 ist die Steigung. Jetzt addiert er die beiden Werte. Das heißt, 14,5 plus 1,5 sind wir bei 16. Dann haben wir einen M16 mal 1,5 Feingewinde. Sprich, das war eigentlich die Mutter, die auf die Schraube passt. Können wir noch ausprobieren und ihr seht, wir haben es richtig bestimmt. Ich hoffe, dieses kleine Video hilft euch das nächste Mal, wenn ihr wieder vor einem unbekannten Gewinde steht. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.